Moin, moin, willkommen zurück bei Minecraft Beef. Heute dabei der Herr Blaze. Hi. Und sein neuer Gegner, wie schon angekündigt, der Zombie. Hui, epische Quatschfahrt. Wo bin ich hier? In der Arena. Wir spielen nämlich heute, ja, die Spleef-Höllen-Arena. Die ist voll Hölle, die Arena, weil unter der Arena Lava ist. Deswegen ist das Hölle. ja, wir spielen Spleef. Wer Spleef nicht kennt, das ist ja eine kleine Mod für Minecraft. Man kann es auch ohne Mod machen, aber wir haben das mit einer Mod. Wo man quasi sich den Boden unter den Füßen weghauen muss. Man kann dann gleich mit einem Mausklick die Blöcke hier im Boden weghauen. Und man muss sich dann, ja, quasi... ja, in die Lava schubsen. Man kann sich auch ein bisschen hin und her schubsen und man kann halt dann auch den Boden ganz einfach abbauen. Und wer halt in die Lava fällt, hat halt die Runde verloren. Und wer 5 Runden gewonnen hat, der ist quasi der Sieger vom Duell. Ja, und das sind soweit die Regeln. Das ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Das ist aber eine ganz nette Sache. Der Witz ist, das ist jetzt, glaube ich, schon die 15. Folge Minecraft Beef. Und das war das zweite Spiel, was ich gebaut habe hier. Naja. Das steht hier als. Mal Spleef oder? Nee, Spleef gab's noch nicht. Ich habe das jetzt schon ewig lange hier stehen und heute spielen wir das erste Mal. Hab mir das irgendwie aufgehoben für irgendwann, keine Ahnung. Hey, draußen ist ein Schweinchen. Ja, wir haben letztes Tier respawnen lassen hier, das ist toll. Na gut, dann würde ich sagen, dieses Joint Spleef habt ihr schon alle gemacht, ja? Ja. Dann müsst ihr jetzt ready in den Chat tippen, beide. Hab ich. Und dann geht's jetzt los. Irgendwie habe ich Angst. So. Ich auch. Ich werde wahrscheinlich direkt in die Lava fallen. Ich schlag mir einfach selber die Blöcke vor den Beinen weg. Ach ja, und Sanji ist übrigens auch da. Nein! Oh. Die Runde ging recht zügig. So. Bist du sicher, dass es 15 Minuten dauert? Weiß ich nicht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Blaze jetzt doch so schnell verliert. Tja, so schnell kann es gehen. Ja, ihr müsst jetzt erstmal wieder in die Arena joinen, ne? Genau, jetzt müsst ihr wieder Join Spleef machen. Wir können ja einfach 15 Runden machen. So, und dann müsst ihr, genau... Zombie muss mal in seine Ecke gehen, da hinten wieder. Oh. So, und dann müsst ihr ready klicken. Ready. Und Blaze auch. Ja, ready. Ja, kommt schon, kommt schon. So, und los geht die zweite Runde. Soll ich mich jetzt hier ein bisschen verstecken? Nee. Ich komme da nicht zu dir. Ein Kreis um mich herum. Nein. Das ist auch meine Taktik, immer so einen möglichst breiten Kreis um mich herum ziehen. Ja, es gibt Leute, die vergraben sich immer gegenseitig selber in der Ecke, wenn man Spleef spielt. Ich hab's ja öfters auf meinem Server gespielt. Ja. Schleichwerbung, Hust, nein. Wenn sich Leute in die Ecke vergraben, dann werden sie gekickt einfach vom Server. Ganz simpel. Ziemlich langweilig eigentlich. Boah, da komm ich nicht drüber. Nee. Doch, da kommst du überall noch rüber mit dem Sprintsprung. Das sagst du? Boah, es laggt! Es laggt! Oh. Okay. Ja. Oh. Da war gerade ein richtig schöner Lag. Das war natürlich jetzt Pech, ne? Weil am Server lag's, glaube ich, nicht. Ja. Das war natürlich jetzt echt Pech. Direkt so. Im Sprung und da guckst du in eine andere Richtung. Ja, aber darfst dich halt nicht in die Ecke drängen lassen, ne? Ja, ich werde auch das hier nicht mehr springen. Nein. Das ist nicht so gut. Gut, dritte Runde. 2-0 für Zombie steht schon. Ja, jetzt darf ich mich anstrengen. Jetzt musst du dich richtig anstrengen, ja. Ich renne einfach mal gerade auf dich zu. Oh nein, oh Gott. Das war recht knapp. Das war recht knapp. Ja, ja und. Also ich sehe schon das Game, ne? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, das wird eine recht eindeutige Sache. Ja, das könnte möglich sein. Gut, dann macht euch mal bereit für die vierte Runde. Ich habe aber ja schon wirklich 1000 Runden Spleef gespielt. Das ist irgendwie... Ja, das Schiebung! Obwohl, ich finde, das ist auch fast ein Spiel, da braucht man nicht viel Übung zu. Das ist ja nicht wirklich. Nee. Das ist ja relativ easy eigentlich. Aber ich will ja die Spiele immer extra so aus, wo ich denke, das ist einigermaßen fair. Also ich hätte jetzt zum Beispiel in der letzten Runde, wo Blaze gegen QT war, hätte ich jetzt den Blaze nie und nimmer gegen ein Jump'n'Run-Spiel antreten lassen. Also. Du bleibst hier bloß weg. Ich baue jetzt den ganzen Boden weg. Dann bleibst du da drüben. Meine Arena. Du musst es aber machen, Endzeitkind zu einer Jump'n'Run-Runde einzuladen. Ja, das will ich auf jeden Fall mal machen. Ja, also irgendwer muss jetzt springen. Also irgendwie muss jetzt was passieren. Ja, Zombie ist mutig. Nein! Ja. Oh Mann!
Willst du das Limit nicht doch nochmal anheben? Macht nee, nee, jetzt, jetzt machen wir das so zu Ende. So, das war die vierte Runde, steht 4-0 für einen Zombie. Mhm. Ich mach jetzt auch eine Runde mit, komm. So. Machst du mit? Ich? Nee, ich mach jetzt nicht mehr. Wir können wenn, oh. wenn das Spiel vorbei ist, können wir Just for Fun eine Runde alle vier machen. Aber jetzt müssen wir erstmal das Duell zu Ende spielen. Oh. So. Macht euch ready für die. Also ist jetzt Matchball für Zombie. Sollte er die Runde jetzt gewinnen, hat er auch den Beef gewonnen. Und Blaze müsste jetzt, um zu gewinnen, 5 Runden in Folge gewinnen. Ach ja, das mache ich mit links. Mit links. Okay, los geht's. 5. Runde. Das machen wir jetzt hier. Boah. Ende. Okay. Das war dann doch eine eindeutige Sache für Zombie. Ja, das war doch recht eindeutig. Ich wollte nur zur Seite springen und er reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Naja, schön. Einfach mal das erstbeste Loch springen, was man genau. Und ich. Das war der sogenannte Angstsprung. Das war der Angstsprung. Ja, schade. Blaze ist raus. Zombie hat da ziemlich eindeutig und souverän gewonnen. Gut, ich würde sagen, komm. Weil damit die Folge nicht zu kurz wird, aus Spaß machen wir einmal alle zu viert Spleef, oder Sajid? Ja. Okay. Aber ohne Liegen sonst, ne? Spleef, Join, 1. Ich nehme mir auch mal den Game Mode weg, so. Achso, das müsste ich eventuell auch mal machen. GM, 0. So. Geh mit, du mal da in deine Ecke mit, da. Bin ich jetzt schon im Spleef drin? Ich habe jetzt meinen Game Mode, nachdem ich Spleef, Join, 1 eingegeben. Ja, dann bist du noch drin, ja. Gut, da geht mal jeder in seine Ecke. Dann Ready. Moment. Ready. Juhu! Ach Gott. Hi! Hi, Frigi! Nein! Jetzt muss ich auch noch selbst ran. Wo geht's hin? So schön, einmal selber dabei zu sein. Der Witz ist, Leute haben sogar schon vorgeschlagen, ich soll doch mal selber mitmachen. Aua. Zombie, nein! Okay. Nein! Scheiße! Oh Mann! Ach, guck mal, jetzt müssen die Administratoren hier gegeneinander. Hab ich gewonnen? Ja! Jetzt müssen die Administratoren gegeneinander kämpfen. Na gut, das war die 15. Folge Minecraft Beef. Zombie das nächste Mal wieder mit dabei. Und wenn ihr auch die Sichten von Blaze und Zombie sehen wollt, ist das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.